Ein satirischer Rückblick auf die Neujahrsempfänge 2020. Heute erklärt uns der Kreistagsvorsitzende der CDU im Harz, Daniel Sarrata, was er sich in Zukunft für die Domstadt wünscht und welche Folgen das aktuelle Motto der Stadtspitze auf eben jene Visionen hat. Mein ganz persönlicher Vorsatz für 2020 und die kommenden Jahre ist es deshalb, Halberstadt wieder so attraktiv zu machen, dass heutige Schuljahrgänge, und ich habe die ja oft bei mir im Landtag, dass heutige Schuljahrgänge es wieder in Betracht ziehen, nach der Schule in ihrer Heimatstadt zu bleiben oder zumindest nach dem Studium wieder zurückzukommen, um eine Familie hier zu gründen oder um hier zu arbeiten. Ich wünsche mir, dass wir es schaffen, meine, aber auch ihre Freunde und Bekannte wieder zurück in die Stadt zu holen. Und zwar nicht in Anführungsstrichen nur, weil ihre Familien hier leben, sondern weil Halberstadt ihnen attraktive Arbeitsplätze bietet, ein schönes Wohnumfeld und eine lebendige Stadt. Die Voraussetzungen haben wir ja hier in der Stadt. Das schaffen wir allerdings nicht allein mit dem wahrscheinlich aktuellen Motto in unserer Stadtspitze: Gelassenheit und Zuversicht. Denn, meine Damen und Herren, und da spreche ich jetzt besonders die Unternehmer an, auch ihre Unternehmen lassen sich nicht allein mit Gelassenheit und Zuversicht führen.